Die EM startet in genau 12 Tagen und heute werden ich und Pedno unsere Predictions abgeben. Sind wir auch schon auf der Webseite von einer Zeitung? Dazu erkläre ich jetzt Pedno etwas. Ja, schön, dass ihr mit uns bei unserem Predictions-Video für die Euro 2024 dabei seid. Wie ihr seht, wir sind da auf einer englischen Internetseite, und zwar ist es von der englischen Tageszeitung Telegraph. Und da gibt es nämlich einen ganz tollen Predictor Simulator. Kann ich nur allen Fußballbegeisterten, so wie Skillertyp und ich sind, wirklich nur ans Herz legen. Und zwar kann man da wirklich die Teams, also eigentlich jede Gruppe, eingeben, wie man glaubt, dass die am Ende abschneiden, und das Ganze errechnet dann selbstständig die weiteren Spiele bis hin eben zum großen Finale, dem 51. Spiel der Euro 2024. Und im heutigen Video simulieren wir das. Dieser Einleitung geht es jetzt, glaube ich, mal los mit in diesem Video mit meiner Prediction von allen Gruppen. In Gruppe A ist natürlich klar Deutschland erster. Dann würde ich sagen, als zweiten Ungarn, dann als dritten die Schweiz. Und dann Schottland halt, die, glaube ich, am schwächsten sind in der Gruppe. Wie würdest du da deine Prediction machen? In der Gruppe A. Ja. Ich würde es wahrscheinlich umdrehen. Ich sehe die Schweiz vor Ungarn. Und sonst. Ja. Ja, was? Dann geht's weiter in Gruppe B, wo Spanien bei mir erster ist. Dann aber die Überraschung mit Kroatien als zweiter. Italien und halt dann Albanien, weil Italien war ja auch letztes Jahr nicht einmal, also ja, vorletztes Jahr nicht einmal bei der WM dabei. Ich sehe es so, wie siehst du? Ich sehe es eine sehr ausgeglichene Gruppe, bis auf Albanien. Ich erwarte mir auch relativ viel dieses Jahr eben von Italien, weil die eben nicht dabei waren bei der WM und haben grundsätzlich eine wirklich gute Mannschaft, meiner Meinung nach. Ja, dann geht's weiter zur Gruppe C, wo natürlich England, einer der Titelfavoriten, mit dabei ist, die auf jeden Fall am ersten Platz sind. Bei wen würdest du Ich finde denn? es dann, ich find's dann extrem Ja. schwierig. Vielleicht. Ich würde Dänemark sogar sagen und dann Serbien und Slowenien. Und du? Ich seh halt Serbien schon auch recht stark. Einfach von der Offensive her. Ich glaube, es sind da einige Spieler, die ordentlich spielen können. Und ich würde sie fast vor Dänemark sehen. England wird in der Gruppe, hoffe ich auch, relativ locker durchmarschieren. Wahrscheinlich. Jetzt zur Gruppe D, wo Österreich vertreten ist. Packt man sie gleich auf die Nummer 1? Wird schwierig, also. Nein. Frankreich, sage ich. Okay. 1, dann Niederlande, Österreich 3 und Polen, die ja auch nur durch die Quali eigentlich weitergekommen, halt sich Durchs qualifiziert. Playoff, ja. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben glaube ich damals sogar das Spiel live Das gesehen. Elfmeterschießen. Gegen Wales war das, glaube ich. Ja, dann in Gruppe E, wo es bis auf Belgien eigentlich wie in Gruppe C komplett dann ausgeglichen ist. Oder würdest du sogar sagen, das komplett aus? Naja, Belgien setzt sich schon über die drei anderen Teams. Ich würde sogar sagen, als dann Ukraine Okay. mit Star-Stürmer Dovbyk von Girona, der, ich glaube, 17 Tore gemacht hat. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, weil da war ja dann noch dieses Dreierpark oder so dabei. Wenn ich Ja, mich jetzt nicht komplett irre. ja, und Ich dann, freue mich schon sehr auf Mudrik, muss ich ehrlich sagen. Also. ja, und dann würde ich sagen, auf die 3, Slowakei und dann Rumänien, wo ich eigentlich, kennst du von Rumänien irgendeinen Spieler?
Also ich kenne schon einen Spieler, Jonas Hadji, aber ich weiß gar nicht, aber ich schätze schon, dass der im Team auch spielt. Okay, Ich und rumänischen Fußball überhaupt nicht auf der Karte. Im Moment, ganz kurz nur zu Dovbyk, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, hat er in 36 Spielen 24 Tore und 8 Assists in also, der Saison. Also da ganz, können wir ganz uns auf stark. die Ukraine auch freuen. Absolut, bin gespannt, wie er sich dann im Nationalteam oder halt bei der Euro tut. Ja, dann in Gruppe F natürlich Portugal, was eigentlich klar ist. Und dann finde ich es wieder eigentlich ausgeglichen. Ja, ist schwierig. Tschechien, Türkei, Georgien, Kvaratskhelia. Außer ihm haben sie halt auch. Und Türkei hat halt auch. Türkei ist okay, trotz der heftigen Niederlage gegen Österreich im Frühjahr, glaube ich auch, dass Türkei im Kommen ist. Die haben einige wirklich sehr gute junge Spieler, so wie Arda Güler. Aber ich glaube, dass sich im türkischen Fußball wieder vieles in die richtige Richtung entwickelt. Bis jetzt waren sie ja noch nicht so erfolgreich, aber vielleicht überraschen sie ja. Ich würde trotzdem sagen Tschechien, dann Türkei und dann halt Georgien, Georgien. okay. Jetzt zum Third Place Ranking. Also da sind wir jetzt die sechs Mannschaften, die Killer-Typ auf den dritten Platz gewählt hat. Schweiz, Italien, Serbien, Österreich, Slowakei und Und die Türkei. Türkei. Auf die 1 natürlich der Vorjahressieger, dann Er ist der Italien. letzte Eurosieger, Ja, nicht der. Vorjahres. Ja. So, dann würde ich sagen Serbien, Österreich und die Türkei. Und dann halt. So, aber die kommen ja Schweiz nicht. und Slowakei, Die eh nicht das sind weiterkommen. die beiden Teams, die deiner Meinung nach ausscheiden. So, jetzt schauen wir auf die Runde der 16. genau, einfach aufs Achtelfinale. Da hätten wir jetzt Deutschland, Dänemark, Ungarn, Und Kroatien, Spanien, Türkei, England, Österreich, Portugal, Italien, Niederlande, Ukraine. Belgien, Serbien und Frankreich, Tschechien. Dann beginnen wir einfach mal beim 37. Match, Spieltag. Da natürlich Deutschland weiter. Ungarn, Kroatien, sehr schwierig, meiner Meinung nach, zu tippen. Ich sag sogar Kroatien. Okay. Ich sag Kroatien macht das. Ja, da ist jetzt auch aus für Türkei mit Spanien. Boah, das ist. Hoffe ich halt irgendwie auch nicht so, aber. Du hoffst nicht auf diese Partie. Nein. Weil. Ich hoffe nicht im Achtelfinale, dass diese Partie schon ist. Ja. Da. Boah, das ist schwierig. Portugal, Italien. Gehe ich damit Portugal? Sie haben halt echt. Ja, ich gehe sogar mit Portugal. Dann Niederlande, Ukraine. Sehe sogar die Ukraine. Weiter. Belgien, Serbien. Was sagst du? Also da sehe ich Belgien schon stärker. Vergiss nicht Lukaku. Ja. Ich weiß nicht, bei Serbien ist halt. Vlahovic. Ja. Und das war's. Und das war's dann so ziemlich. Nein, es gibt natürlich einige gute serbische Und Spieler. Frankreich, würde ich gesagt. Ja. Ja, nein. Ja, war's dann weiter im Viertelfinale. Deutschland, Spanien, Portugal, Ukraine. Belgien, Frankreich und England, Kroatien. Interessante Partien. Das ist halt immer so. Es ist überall so ein schlechterer Verein. Halt Team. Also Außer bei dem Spiel. Aber das. ich würde, also dazu Naja. sagen, von besser und schlechter zu reden, bei dem. England, Kroatien und Belgien, Frankreich und. Also Belgien, Frankreich. Ich weiß zwar, viele sagen so, die Zeit von Belgien ist vorbei, aber die haben halt schon noch Nein. extrem gute Leute drinnen. Aber Gewicht. okay, ja, schau mal, wie du auswählst jetzt. Jetzt an alle meine deutschen Zuschauer, tut's mir leid, aber ich sehe Spanien vorne.
Da dann natürlich Portugal. Und da ganz schwierig, nämlich Belgien, nein, in Frankreich. Und da England. Das also ist das ist schon von den Halbfinalen, ist das halt großartig. Spanien, Portugal. Und Frankreich, England. Da, das ist schwierig. Schreibt jetzt rein in die Kommentare Spanien oder Portugal. Wie nehmen wir? Ich persönlich wäre für Spanien. Ja, deswegen. Ja, es ist ja deine Prediction. Also. Und Frankreich, England. Sehe ich England vor Frankreich. Und jetzt das Finale. Hätte ich gesagt, gewinnt England. Und so würde England die Euro gewinnen, also würden sie... Interessanterweise aber mit dem WM-Pokal, wenn man da ganz genau schaut. Ich finde spannend, weil 22% von den Leuten, die diese Prediction gemacht haben, haben auf England getippt. Das sieht man auch. Most predicted to win. Also die meisten haben da auf 24% haben auf Frankreich, 22% auf England und 14% auf Deutschland. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie das Ganze ja dann ausgeht am Ende. Also, ja, dann würde ich sagen, war es das mit meiner Prediction.